Er hat jetzt den Boost mal 3 oder kann den Boost mal 3 bekommen. Du brauchst trotzdem noch mehr Technologie. Code Jam. So. Du researchst noch mehr Movies. Research. Und die G3 kommt. Okay. Was machen wir bei der G3? Der eine hat gerade erst angefangen mit dem Training, richtig? Das ist nicht so schön. Kein gutes Timing. Wir nehmen trotzdem mal ein Medium Booth. Wie auch immer. In 4 Wochen. Also wieder 6. Monat, Woche 1. Tschüss. Ich hoffe, dass er bis dahin fertig ist. Sucket hat 43 Millionen gebracht. So, du bist fertig. Du bist noch nicht fertig. Ein Tablet-Device. Das M-Pad? Ja, Notebook und Tablet-Kombination. So, Woche 3, Woche 4. Er ist immer noch mitten im Training. Okay, stopp. Stopp. Das Training dauert nicht mehr so lange. Und in der ersten Phase passiert eh nicht so viel. Also hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt trotzdem was entwickeln können. Was wollen wir denn machen? Sequel oder neues Spiel? Ein Sequel von Sucket, jetzt gleich hinterher? Warum nicht? 28.000 Fans, das ist schon mal super. Also Vampire RPG Adventure auf der M-Box. Select. Plattform, wieder die M-Box. Neue Engine, RPG Adventure, Medium. Advanced Sucking. 530.000, ist alles soweit okay. Weiter. Weiter. So, du musst ganz schnell fertig sein mit deinem Training. Und warum ist da noch Sucket und kein Advanced Sucking? Ah, doch, da oben. So, letztes Mal waren es 200. Wir sind jetzt schon dezent drüber. Wow. Wow. Okay. Sind wir jetzt unter den Top 100? Nee, immer noch nicht. Obwohl 500.000 Leute da waren. Okay. So, er kann jetzt endlich mitploppen, das ist gut. Advanced Cutscenes, Branching Stories. Das sieht soweit alles sehr gut aus. Ist ja auch genau die gleiche Einstellung wie vorher auch. Hm? Das heißt, wir ändern dann nichts. So, alle sind am Ploppen, alles ist gut. Hype steigt auch tierisch. Und der Markt hat sich stabilisiert. Das Ding ist so sinnlos. Also er müsste genau dann, wenn es aufploppt, anfangen, ein Spiel zu entwickeln. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Das kann alles bleiben. Jo. Boost. Boost. Oh, das geht gut ab. Und der ist jetzt erst durch der Boost bei dem einen. Gute. So, Anti-Girogon ist überladen. Das tut mir leid. Ja, die anderen werden noch mehr überladen. Hilft nichts. Kann ich hier noch irgendwas zuklatschen? Nö. Können Open World vielleicht rausnehmen und dafür... Nee. Nee, das lassen wir alles so. Okay. Und die Wu ist bald draußen. Okay. So. Hype geht ziemlich hoch. Punkte sehen ganz gut aus. Bugs sind höher wie nie. Sind schon bald bei 70 Bugs. Das ist Hammer. Aber gut, solange der Hype nicht runtergeht, ist alles gut. Ich will nicht irgendwann gezwungen werden, Sachen mit vielen Bugs rauszubringen, nur um den Hype-Level zu halten. Was da wahrscheinlich auch realistisch wäre heutzutage. Ich denke mal, gleich müsste es runterfallen. 18, 16, 15. Kann schon, Bugs weg. So, noch ein paar Punkte extra, noch hält sich der Hype und das M-Pad ist draußen. Und das reicht mir.
Oh, der eine muss unbedingt in Urlaub. So, neuer Rekord bei Design. Erfahrungspunkte fast keine, weil wir das ja eben gerade erst alles hatten. Gucken wir mal, was die Leute davon halten, Sequel sofort nach dem Originalspiel rauszubringen. Release. So, du. Urlaub. Das M-Pad scheint nicht so gut anzukommen. Du. Trainieren. Was fehlt jetzt noch? Genau, Design fehlt noch ein bisschen. Pixel Cup. So, Krediten für Advanced Sucking. Das sieht richtig grottig aus. Was zur Hölle? Ich habe alles genauso gemacht wie vorher. Ich bin schockiert. Wir werden jetzt richtig viele Fans verlieren. Ja. Beim Release vom neuesten Spiel von Skynet haben sich die Kritiker den Kopf gekratzt. Anstelle ein neues, innovatives Spiel auf den Markt zu bringen, haben sie genau das gleiche wie vorher produziert. Das war der Sinn dahinter. Wenn ich ein tolles Spiel kaufe und es kommt ein Jahr später, und das ist ja wirklich ein Jahr, eine Fortsetzung davon raus, die genauso viel gute Technik hat und was weiß ich, dann freue ich mich, dann meckere ich nicht. Doofe Kritiker. Gucken, was die Fans sagen. Ja, wurde zu früh entwickelt. Und hat auch keine neue Engine bekommen. Ja, sehr schlechte Kritiken. Ja, ich hab's verstanden. Sehr schlechte Kritiken. Minus 2000 Fans. Kann ich den Verkauf irgendwie einstellen, um den Fanverlust zu reduzieren? Ich denke mal nicht. Mist. Na gut, was soll's. Wir machen schon Contract Work. Und was zu tun haben, während er trainiert. Und dann ist gut. Und das Ding muss ich ja eh füllen. So. So. Contract erfolgreich. Okay. Und die Wu ist draußen. Wir hätten gerne noch mehr Contract Work. Blub, 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 blub. Vielleicht kommen wir so auf die 200 für ihn hier. Ich denke aber eher nicht. Obwohl. Contract. Zack. Aber diese Einerwertung finde ich ganz schön krass. Also ja, 1,25, aber nee. Nee, Publishing Deal nicht. Contract Work, das letzte. Was machen wir dann? Wir sind noch lange nicht fertig, die Jungs. Uns fehlt noch ein bisschen Research. Also einfach ein Spiel. Und wie die Jungs schon gesagt haben, einfach was Neues, damit keiner meckert. Wir hätten gerne ein Moviespiel. Medium für alle Genres. Movie Casual. Simulator. Auch wenn das ja eigentlich nicht so gut passt, bei Movies könnte es passen. Sowas wie... Na, es gab sowas ähnlich wie Steam Hospital, nur für Filmemacher. Das war auch ganz unterhaltsam. Na gut, Plattform. Ja, ruhig die M-Box wieder. Neue Engine, die Engine. Und das heißt Movie Maker. Next, next. So, benutzen wir da unser tollen Booster? Nee, ich denke mal nicht. Casual Simulation, das heißt Story muss wieder runter, Engine muss wieder hoch. A Branching Story kann weg. Engine kann Basic Physics haben. Nö, lieber zwei davon. 90% ist noch vertretbar. Ist okay. Hype baut sich auf. Wir sind runter, in Anführungszeichen, auf 142.000 Fans. Das ist immer noch vertretbar, denke ich. Ja, Advanced Sucking hat 1 Million eingebracht. Das muss ich mal kurz angucken. Game History. 1,5. Wir haben eigentlich nur 500.000 Verlust gemacht. Also nur, ne? Wie gesagt,
da keine Minus-Fans angezeigt werden, ist ja schon ganz gut so. So, Boost lassen wir so, ist alles okay. Dialoge können runter. Das hier kann hoch. Level, das kommt rein. Dialog-Tree kann raus. Bessere AI kann rein. Okay. Der Boost ist fast voll. Wollen wir nicht doch noch kurz? Wir können es echt gebrauchen, dass wir wieder ein ordentliches Spiel haben. Also hauen wir den Boost raus bei beiden. So. Go, go, go. Oh, der ist gleich durch. Stage 3. Movies Casual Simulation. Virtual Economy wäre schon ganz schick. Open World brauchen wir nicht. Surround Sound ist gut. Soundtrack wäre besser, aber passt von den Prozentzahlen hier einfach nicht. Jo, okay. So, Rest vom Boost verballern. Hype baut sich so schon sehr gut auf. Und es müsste auch gleich wieder G3 kommen, oder? Genau. Aber nee, obwohl doch. Wir lassen den Movie Maker jetzt einfach eine Woche lang durcharbeiten. Und da ich will, dass das ein Hit wird, geben wir mal richtig Geld aus. Ja? Wir müssen eh nur noch 5 Jahre durchhalten. Da können wir uns jetzt so einen kleinen Schnitzer leisten. Und ich will gucken, wie Large Boost aussieht und wie viel Hype das gibt. Also, tschüss. Das ist nicht gut, dass er jetzt müde wird. Aber gut, ihr müsst eh nur Bug fixen und ein paar Punkte noch dazu schummeln, bis die G3 durch ist. Und die Nu wird bald vom Markt genommen. Die M-Box Next kommt bald raus. Mhm. Bugs sind weg. Das ist schön balanciert, Technik und Design. Es könnte was werden? Fragezeichen. So, G3 mit einem richtig schönen großen Stand. Und es geht primär um Movie Maker. Gucken wir uns mal die Zahlen an. 300.000, 400.000. Ja, doch. 736.000. Sind wir jetzt endlich mal auf Platz 100 oder so? Ja, Platz 80. Sauber. So, Hype 306. Da drehen wir nur noch ein bisschen dran rum. Ich denke mal, wir haben noch so eine Minute Zeit vielleicht. Ein bisschen weniger, bis das runtergeht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Größe der Hype... Ah, jetzt geht es schon wieder runter. Und. Neuer Rekord. Neues Topic, neue Combo. Keine großartige Combo. Doch, eine großartige Combo. Hatten wir auch lange nicht mehr. Movie Casual Simulator. Okay. So, Level Up für unsere Angestellten kommt auch bald. Aber das passt vom Geld her. Nur ist nicht länger unterstützt. Okay, du Urlaub. Du und Kritiken sind da. Drück die Daumen. Drück die Daumen, wir brauchen wieder ein ordentliches 7er Achterspiel. Das sieht besser aus als ein Achterspiel. Jo. 8,5. Okay. Und ja, 8,5. Close. Du. Training. Kannst immer noch keins von diesen... Okay, du brauchst mehr Technologie. Code Jam. Start Training. Du. Research. New Topic. Vocabulary. Was ist das denn für ein Topic? Nein. Live. Vocabulary. Okay. Also ja, das könnten dann irgendwelche Lernspiele sein für Kinder, aber ich weiß ja nicht. Jo, Goldstatus. 3 Millionen gebracht. Ja. Oh, starkes Audience, gerade jeder. Das ist interessant. Der Fokus liegt auf allen. Und Platinstatus. So, kannst. Ja, bla bla. So, kannst du jetzt das Tolle machen? Nee, dir fehlt auch Design. Pixel Cup.
Warum kriegst du Designpunkte? Du trainierst doch Code. Du kriegst schon wieder Designpunkte. Du kriegst Technologiepunkte. Ah, komisch. Ah, jetzt, okay. Und auch genug. Okay, du kannst immer noch nichts Tolles. Du musst gleich wieder Technologie nehmen. Was macht Game Jam? Game Jam. Nee, komm, 3 Punkte mit Code kriegst du auch da zusammen. So. Du Research. Es kostet alles zu viel. Du trainierst einfach. Du trainierst einfach. Und zwar Forschungszeug. So. Du kannst jetzt was ganz Tolles. Gameplay, Story und Quests. Du bist hier unser Designer. Also bist du fast immer bei Story und Quest mit dabei. Das heißt, wir nehmen das hier. 200 Forschungspunkte und 5 Millionen. Also Story und Quest, merken. Jonah Chen, Story und Quest. Das heißt, wir müssen gleich irgendwas rausbringen, was viel Story und Quest braucht. Der Balken füllt sich auch langsam, sehr schön. Und die Zielgruppe hier verschwindet eh bald wieder. Oh, Cash, über 100 Millionen. Und wir sind schon im Jahr 25 und wir haben nur noch kein neues Büro. Also komisch. Also das Spiel geht nur bis Jahr 30. Kriegen wir vielleicht mit Jahr 30 erst ein neues Büro? Das wird keinen Sinn machen. So, Movie Maker hat 21 Millionen gebracht. Das ist schick.